Hallo liebe Menschen, herzlich willkommen zum ersten Interview mit mir, Captain Perk, hier auf dem Kanal von Krank, aber freundlich. Mein erster Besuch ist Ballin B-Dog. Ja, hallo. Sie ist DJ und Moderatorin. Erzähl mal, was für eine Sendung machst du? Ich habe eine Sendung, die nennt sich Westside Ballin. Sie wird auf einem Webradio ausgestrahlt praktisch und in der ersten Stunde lege ich auf. Rap aus NRW. Also Neuveröffentlichungen, alte Sachen, breit gefächert. Wir wollen die Hip-Hop- und Rap-Landschaft NRWs so breit wie möglich abbilden. Und in der zweiten Stunde führe ich immer ein Interview mit wechselnden Gästen. Und die zweite Stunde wird auch gefilmt und auch auf YouTube ausgestrahlt. Also schaut euch das gerne an. Hier, nennt man das? Die Infokarte. Ja. Infokarte. Die Sendung ist aber auch im Radio und auf YouTube, habe ich so richtig gesehen. Genau, ja. Wo kann man sich das im Prinzip nur anhören, wenn man sich das mal anhören möchte? Wir hatten die Sendung auf atom.cc. Das Problem ist jetzt aber, dass sich das Webradio leider aufgelöst hat. Aber wir sind gerade dabei, das also neues Webradio aufzubauen. So, und bis dahin werden wir das auf Mixcloud hochladen. Die alten Sachen sind auch noch auf Soundcloud verlinkt. Ihr findet das alles am besten unter dem Westside Ballin Instagram-Kanal. Da ist immer alles verlinkt. Bling, bling, bling. Ihr wisst, wie das auf YouTube läuft. Hier, ja. Bling, bling, bling. Ja, aber hoffentlich dann ab nächsten Monat, ab der nächsten Sendung wieder auf dem neuen Webradio, was wir noch kommunizieren werden. Ihr müsst euch diese Sendung schon angucken, weil als ich über sie gestolpert bin, dachte ich mir, oha, die macht ungefähr das gleiche wie ich so. Underground Rap aus NRW. Und dachte mir, cool, die macht sie ziemlich professionell. Auch die Gastauswahl fand ich spannend. Wie bist du, deswegen ist auch der Grund, warum ich sie auch eingeladen habe, weil das gibt es irgendwie selten, dass sich Menschen mit Underground, glaube ich, auf YouTube beschäftigen und nicht unbedingt bei den großen Fischen mitspielen. Sprich, sie bringt da schon einen Inhalt, der spannend ist für Leute, die sich mit unkommerzieller Musik im Prinzip beschäftigen wollen. Kann ich das so sagen? Ja. Ja. Warum machst du das? Wieso bist du auf die Idee gekommen? Ich komme aus NRW, ich komme aus Düsseldorf und habe lange Zeit in Berlin gewohnt, knapp 5 Jahre. Und ich habe halt in der Zeit in Berlin immer wieder Herzschmerz bekommen und mehr oder weniger Heimweh nach NRW oder halt einfach, die Leute sind halt kulturell unterschiedlich. Ne? Berlin ist nochmal eine ganz andere Ecke und in Nordrhein-Westfalen sind die Leute irgendwie mehr oder weniger so, gerade Rheinland und Ruhrgebiet sind so von einem Schlag eigentlich. Und mir hat so ein bisschen, ich bin sehr lokalpatriotisch und mir hat so ein bisschen dieses, keine Ahnung, wenn du so alte Kreuzfeld-Jakobs-Sachen hörst oder Lackmann oder so und einfach immer dich so fühlst, als wärst du halt in der Stadt, von der die Leute irgendwie rappen oder wo die herkommen. Ich finde Musik, also man merkt schon, wo bestimmte Künstler herkommen oder bestimmte Städte haben halt auch ihren eigenen Sound. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, beziehungsweise hat mir ein Format gefehlt, wo ich meine Heimatliebe, wo ich der nachgehen konnte oder so, oder wo ich halt einfach so in Berlin saß und mir gewünscht hätte, dass ich irgendwie so dieses Heimatgefühl von Nordrhein-Westfalen habe. Und dann habe ich halt ein bisschen recherchiert und geguckt, ob es irgendwie so einen Podcast gibt oder so, oder eine Radiosendung oder so, die sich damit befasst. Und ich habe halt nichts gefunden, was so plakativ Nordrhein-Westfalen und die Rap- und Hip-Hop-Landschaft Nordrhein-Westfalens abbildet. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, so dieser klassische Claim, so NRW-Rap, weil das ist immer entweder Ruhrgebiets-Rap oder halt so Köln und Bonn ist nochmal ganz einzeln. Aber sowas wie in Hamburg oder in Berlin, dass du so direkt weißt, ah, okay, das ist Hamburg-Rap oder Berlin-Rap oder keine Ahnung, Stuttgart oder so. Das hat mir immer gefehlt und ja, dann bin ich wieder zurückgezogen irgendwann und habe dann gedacht, ich muss jetzt dieses Format machen, weil sonst keiner macht. So, also ich bin eigentlich auch nicht der Typ dafür, dass ich irgendwie so vor der Kamera stehe, das mache ich eigentlich nicht so gerne. Ich bin zwar DJ auch, ne, aber ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt so. Also nicht, gerade nicht als Privatperson mehr oder weniger. Hat mich auch ein bisschen Überwindung gekostet, aber ich mache das jetzt aus der Not heraus, weil sonst keiner tut. Ja. Also ich kenne das Gefühl, ich bin hier Zeit im Gesicht, aber im Internet auch nur wegen Corona, weil ich mir gedacht habe, es gibt so ein paar Themen und auch jetzt gerade so eine Überprüfungsphase, die kein anderer so angehen würde. Und weil ich ein bisschen mein,
die Menschen, mit denen ich die letzten Jahre irgendwie zusammengearbeitet habe oder die Künstler und Künstlerinnen einfach auch ein bisschen aufmuntern wollte. Mhm. Aber ich hatte auch das gleiche Gefühl, so, ey, ich mag das eigentlich nicht, aber lass mal machen, weil... Weil es fehlt einfach. Es fehlt gerade was. Ja, genau. Genau. Und da dachte ich mir, als ich über dich gestolpert bin, cool, sie macht nicht wie ich einfach direkt, sondern sie macht gleich höheres Level. Also ich fand es sehr professionell. Danke. Kann ich noch mal aber sagen. Ich muss dazu betonen, dass ich kein Journalist bin oder so. Also ich will auch nicht auf diese Schiene gehoben werden. Ne? Also weißt du, was ich meine? Ich sitze da in, also ich habe da Talks. Mhm. Also ich habe da kein professionelles Interview, weil ich einfach nicht den journalistischen Hintergrund habe. Und einfach als, also mein Hintergrund ist einfach, ich bin DJ und Musikliebhaber und möchte halt so, also, ne, ich komme jetzt auch nicht aus einer musikjournalistischen Perspektive oder so, ne. Ich finde es aber ganz nett, wenn Musikliebhaber auch sich da einmischen oder halt DJs so, weil es hängt da wahrscheinlich die Musikauswahl, hängt das zusammen mit dem, was du auch als DJ spielst? Die Leute, die du in deiner Show präsentierst, ist das auch ungefähr den Klang, den man auf deiner... auf deinen Mixtapes oder früher Partys im Prinzip hören könnte? Teilweise, weil ich versuche mit der Sendung tatsächlich die Musiklandschaft bzw. die Rap-Landschaft so breit wie möglich abzubilden. Mhm. Also ich lade auch Leute ein, wo ich die nicht Tracks haben, die man auf einer Party spielen kann oder so. Also es geht einfach um das Ganze und es geht auch einfach darum, dass man die Leute, auch also die Künstler an sich, die Künstlerinnen, mehr oder weniger privat kennen, also dass man die irgendwie menschlich kennenlernt. Mhm. Also man muss auch nicht, wenn man in so Sendung kommt als Gast, muss man auch nicht die ganze Zeit über Musik reden oder über seine eigene Musik so. Klar, das ist oft ein Aufhänger, dass man sagt, okay, ey, du bringst jetzt ein Album raus und so, du kannst gerne darüber reden, wenn du möchtest. Aber mir geht es einfach darum, dass man Leute einfach kennt, also dass man einfach die Leute nahbarer macht. Ne? Deswegen habe ich mich auch gegen so ein Podcast-Format entschieden, weil ich so dachte, das ist schon cooler, wenn man das erstmal live im Radio hat, mhm. also auch wenn es nur ein Radio ist. Und es ist auch cooler, wenn man das nochmal als Video hat auf YouTube, weil man die Leute dann auch sieht. Mhm. Und dann hat man halt nochmal ein ganz anderes Bild von denen. Ne? Also man kann auch in der Sendung, wir könnten uns auch hinsetzen und Uno zusammen spielen. Mhm. So, das, also darum geht es nicht. Es geht einfach darum, die Leute kennenzulernen, die Leute abzubilden. Dass man sagt, okay, guck mal, es gibt hier jemanden, der das und das macht. Und es ist auch, prinzipiell will ich auch nicht nur Rapper und Rapperinnen einladen, sondern auch irgendwie, der nächste Step wäre so Produzentinnen und Produzentinnen oder halt, keine Ahnung, Veranstalter, Clubbetreiber, was auch immer, dass man irgendwie so die Landschaft, also die ganze Hip-Hop-Kultur auch in NRW irgendwie abbildet. So. Klischeehaft NRW, wir haben Film, nein, keine Ahnung, das klingt ja echt alles so. Ja. Warum bist du denn DJ und woher kommt die Leidenschaft, dass du das alles machst? Ich habe in der Musikindustrie gearbeitet und von daher hatte ich halt irgendwie so einen Berührungspunkt mit dem Format Vinyl, was ich auch vorher schon hatte. Also ich habe auch vorher schon Platten besessen, schon bevor ich in der Musikbranche gearbeitet habe. Aber dadurch, dass ich halt in Musikvertrieben gearbeitet habe, habe ich halt immer mehr mit Vinyl auch zu tun gehabt. Und ich war eigentlich immer Fan des Formats. Also ich höre auch gerne normale Musik, aber ich habe ja auch angefangen mit Platten aufzulegen, also komplett analog, nur mit Vinyl. Cool. Also ich hatte immer schon Vinyl zu Hause rumfliegen, so, ne, automatisch. Und dann habe ich ja in Berlin gewohnt. Okay, das ist jetzt ein bisschen klischeehaft, weil jeder zweite Typ in Berlin irgendwie DJ ist. Und dann dachte ich mir so irgendwie, ja, warum nicht so mit dem Plattenspieler noch zweiten dazustellen und mal einfach so für mich zu Hause auflegen, so. Das war auch nie geplant, dass ich so das draußen großartig mache. Also ich habe halt wirklich mit Platten angefangen aufzulegen, zu Hause, für mich selber. Und dann habe ich halt irgendwie auf Partys von Freunden oder auf WG-Partys und so aufgelegt, es war okay und so. Und später, auch erst als ich wieder zurück nach NRW gezogen bin, bin ich auch umgestiegen auf Timecode-Vinyl, also das ist eine Mischung aus digital und analog, du hast praktisch zwei Platten, aber die Platten sind eigentlich leer und du hast halt einen Laptop. Und ich weiß nicht, ob solche Aber erklär es mal, man weiß ja im Internet nicht, wer wirklich zuschaut, deswegen erklär es ruhig. Ja, Timecode-Vinyl läuft so, du hast zwei Schallplatten und in der Rille ist praktisch ein Signal und durch die Nadel läuft das natürlich zum Mixer. Der Mixer ist an den Laptop angeschlossen und du kannst praktisch einen digitalen Song über deinen Laptop und den Mixer auf den Plattenspieler schicken, so durch dieses Signal in der Rille.
Und das heißt Timecode, weil halt ein Zeitcode gemisst wird und so schnell wie die Platte sich halt dreht, so schnell läuft halt der Song. Ne? Also wenn du scratchst zum Beispiel, scratchst du in echt. Scratch, bist du ein Scratcherin? Bist du Turntablism oder bist du DJ? Nee, das Turntablism hat mich gereizt. Auf ja, cool, okay. Ja, aber ich kann nicht so gut scratchen, wie ich es gerne könnte. Dafür übe ich zu wenig. Aber ja, prinzipiell, das reizt mich. Mich reizt, dass man auch Plattenspieler als Instrument benutzt und nicht einfach zum Abspielen, weil ich denke mir halt so, ich brauche nicht aufzulegen, wenn ich auf eine Spotify-Playlist laufen lassen kann, weil irgendwie ist das halt dasselbe. Also, ne? Wenn Leute einfach nur so den einen Song spielen, dann den anderen so, ne? Aber wenn man irgendwie so. Ja, ich finde, man muss nicht unbedingt ein richtig guter DJ-Handwerker sein, um ein guter DJ zu sein, weil es ist auch schon eine Kunst, einen richtigen Song im richtigen Moment irgendwie zu spielen. Ja. Aber im Prinzip ist dieses Handwerk weg, so, ne? Also nicht weg, es hat neue Dimensionen durch die Digitalisierung, aber Handwerk ist schon die große Kunst, würde ich jetzt. Also dann ist man Instrumentalist. So, Ja, das weiß ich auch. Und ja, also es kommt natürlich auch an, was für ein DJ du bist. Ne? Wenn du jetzt Club-DJ bist, dann wollen die Leute halt nicht beim Tanzen irgendwie, dass du 30.000 Mal scratcht irgendwie in einer Minute, weil die halt tanzen wollen. So, für die ist das halt eher ein Störgeräusch. Wenn du jetzt unter so richtigen Oldschool-Hip-Hop-Heads bist oder auf irgendeiner Jam, wo du halt einfach nur ein Scratch-Rap wieder hast oder so, dann finden die Leute das geil, weil die einfach auch irgendwie dafür brennen und das entweder gerne hören oder auch selber vielleicht DJs sind oder keine Ahnung, einfach so voll diesen Film fahren. Ne? Aber total oft ist das natürlich so, dass ein Scratch-Geräusch für voll viele Leute einfach mega störend ist. Kennst du DJ Crazy Cuts? Ja. Mit dem bin ich, der ist bei uns im Dorf groß geworden. Also, beziehungsweise. Also, nicht kennen. Ja, genau. Du weißt ja, dass er ein paar Mal da diese großen Contests gewonnen hat. Und der hat im Prinzip uns, da wo ich groß geworden bin, war das Vorbild für alle DJs im Umfeld, weil er halt da bei uns in der Ecke gelebt hat und auch ab und zu dann aufgelegt hat, sodass ich im Prinzip mit so einer Handwerks-DJ-Kultur voll groß geworden bin. Ja. Also, die sind auch später ein paar auf digital umgestiegen, wo es dann ein paar halt. Waren faul, haben einfach die Digitalheit ausgenutzt, Geld, gute Partys machen und waren sich dann im digitalen Handwerk-DJ gut noch weiter ausgebildet. Aber im Prinzip war früher, als wir 15, 16, 17, 18 waren, Party gegangen sind, unsere DJs waren alle orientiert an den Gott Crazy Cuts. Respekt an ihn. Also, ihr könnt euch nicht vorstellen, der Mensch spielt Michael Jackson und danach irgendwas anderes. Und es ist alles Gute, was der, also es ist crazy. Also Raphic ist auch crazy, aber crazy Cuts. Raphic ist für mich einfach, also ich habe ihn auflegen gesehen und dachte mir so damals, was macht der Typ eigentlich so? Oh, Raphic ist krass, ne? Er ist halt New School und so. Er macht so sicken Scheiß, so, also der ist ja auch, der war ja auch mehrmaliger Spreadweltmeister, yeah, so, ne? Ja. Und der ist halt so, ich stand so da und dachte mir so, ich weiß nicht, was er macht, es klingt unglaublich geil, es klingt voll harmonisch und teilweise hat er irgendwelche Drumpads noch, wo er irgendeine so Melodie spielt und dann kommt erst der Track und er macht das halt alles live so, also keine Ahnung, und dann stand ich so damals da und dachte so, ey. Ich durfte ihn schon kennenlernen, ich habe mich gewundert, was für ein netter Mensch er ist. Und wie bodenständig er ist, obwohl er ein riesiger Weltstar ist. Ich habe so ein Jugendkulturprojekt pädagogisch begleitet und meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen wollten den halt buchen. Und dann haben wir den einmal gebucht, weil Kitschkrieg hatte abgesagt. Wir hatten Kitschkrieg vor ihrem Hype abgesagt. Ja. Die haben uns abgesagt, einen Abend vorher, während des Festivals. Mhm. Dann haben wir die Kids, okay, was ist mit Raphic? Dann haben wir Raphic angerufen, beziehungsweise seinen Booker. Kannst du morgen 22 Uhr hier sein? 20 Uhr aufnehmen? Klar. Boom. Und hat abgerissen. Und dann hatten wir Jubiläum 5-jähriges. Der kam nochmal und hat nochmal abgerissen. Und vollkommen smarter Boy. Sehr, sehr sympathisch. Genau. Auf jeden Fall. Und er, ich habe ihn da damals auflegen sehen und dachte so, ey, da wusste ich ja nicht, was er tut. So, ne? Und also ich weiß immer noch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Er ist halt einfach wie ein Gott so. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, der hat auf jeden Fall irgendwie krass was runtergerissen und ich dachte mir so, ey. Macht er noch Tutorials auf YouTube? Oder auf Twitch? Weißt du das? Meinst du dieses Scratch? Der hat mal so eine Scratch-Tutorial. Das war halt irgendwie anderen da erklärt. Aber der streamt auf jeden Fall auch auf Twitch. Also gebt euch das so, ne? Das ist auf jeden Fall nice. Und ja, auf jeden Fall hat er mich auch krass inspiriert zum Auflegen. Ne? Also das, was er gemacht hat, ich dachte mir so, boah, geil, das will ich auch machen. Er macht gerade Musik so, ne? Das ist, er macht nicht.
er drückt nicht auf Play, so er macht Musik so in dem Moment. Und das war für mich so, boah, jo, okay, die Plattenspieler einfach als Musikinstrument zu benutzen, ist halt einfach so, dieses ganze Turntable-Ding ist ja eigentlich nur das, ne, dass man einfach den Plattenspieler und all seine Features und dass man einfach mit der Platte, man kreiert einfach Musik. Das ist nichts, was du irgendwie auf Knopfdruck irgendwas tausendmal gleich klingt, sondern du musst einfach mit deinen Hands machen. So. Ja. Hat mich auf jeden Fall krass inspiriert damals. Hat Ruffy dich inspiriert aufgrund dessen, dass ihr beide aus Düsseldorf kommt? Nee. Tatsächlich, ich habe ihn damals in Berlin im Club gesehen und dann dachte ich die ganze Zeit, dass er aus New York kommt. Keine Ahnung. Wirklich, ich dachte, das wäre ein Ami so, ne? Er hat halt übelst abgerissen und ich dachte so, ey, yo, nee, pff, so ein krasser Typ und so. Und dann dachte ich halt echt, dass das ein Amerikaner wäre. Und dann ist mir halt später, ich habe halt später mal gegoogelt, keine Ahnung, so ein bisschen recherchiert. Ich so, ey, ne, guck aus Düsseldorf und so. Und dann ist mir das hart, ey, so krass. Und ja, ich habe ihn mittlerweile auch mal kennengelernt, aber weil ich bei einem Musikmagazin gearbeitet habe. Aber auf jeden Fall ein krasser Typ so. Und der hat mich auch krass inspiriert, damals cool aufzulegen. Ja, und überhaupt dieses ganze Turntable-Ding, das hat mich voll gefixt. Ne? Das ja. war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, boah, ich will einfach so, keine Ahnung, die eine Hälfte ist so irgendwie, ja, ich will irgendwie Fame sein oder so, und die andere Hälfte ist so, ja, boah, ich höre einfach voll geile Playlists und will einfach die mit meinen Freunden teilen. Das war bei mir gar nicht so. So mhm. Keine Ahnung, also ich glaube auch das meiste, was ich höre, einfach die Leute in meinem Umfeld gar nicht. Aber ich wollte einfach die Plattenspieler als Instrument auch nutzen und das lernen so, ne? Und ich finde halt das Format Vinyl einfach geil. Ich finde es einfach geil, wie du was abspielen kannst. Und dann kannst du sagen, okay, ich will nur diese Stelle abspielen und dann filterst du einfach diese Stelle mit der Hand raus, weil du es raus, also nur weil du es hörst vorher. Und das hat mich halt damals angefixt. Dann bin ich halt auf Timecode-Vinyl umgestiegen, um wieder jetzt irgendwie die Brücke zu schlagen. Also wenn du mit Timecode-Vinyl scratchst, dann scratchst du echt auf der Platte, aber eigentlich auf einem digitalen Track, weil die Platte ja nicht leer, also die Platte ist eigentlich leer so, ne? Ja, das habe ich dann gemacht. Das habe ich im März 2019 war das. Oh, das ist auch schon wieder ewig her. Jetzt 2021. Das ist ewig. 2 Jahre, Leute. Ja, das ist ewig. Vor 2 Jahren habe ich dann angefangen, mit Timecode Vinyl aufzulegen in Köln auf einer Party. Und dann haben mir Leute auch eine Freundin von mir, die da auch aufgelegt hat, und meinte so, ey, Buschra, willst du das nicht jetzt irgendwie professionell machen oder so? Also so auf ein. Willst du nicht auch Partys auflegen oder in Clubs oder gebucht werden oder so immer? Und ich war bis dahin, war das für mich nie die Party, die ich da aufgelegt hatte, das war auch von einem feministischen, queer-feministischen Kollektiv so. Du hast im März also 2019 angefangen, als DJ offiziell öffentlich aufzulegen, ja. Öffentlich aufzulegen. Ja. Und dann hast du so gesehen ein Jahr die Chance gehabt, dich so öffentlich ist ja auch eine Entwicklung, ne? Man muss das ja auch ein bisschen üben gleich so. Ja. Ja. Hast du ein Jahr Chance gehabt und dann hast du im Prinzip ein Jahr später schon den Deckel drauf bekommen. Ja, genau. dachtest du, was da, also dann komme ich jetzt zu der Frage, welchen Gig hättest du 2020 gespielt, wo du dir sagst so, Mist? Safe, das Juicy Beats Festival in Dortmund. Ah, nice. Da wäre ich auf einer Bühne mitgekommen, vom Tuk Tuk Sound System. Ist ganz geil, die haben eine eigene Bühne, die haben als Tuk Tuk haben die angefangen, auf dem Düsseldorf Festival rumzufahren mit Sound System und so. Und die Jungs legen eigentlich alle mehr so Reggae und Dancehall auf, so die Schiene. Und ja, das wäre eigentlich, also die hätten mich mitgenommen. Cool. So, und ich hätte da aufgelegt, ja, das, klar, das ist ein bisschen ärgerlich alles, aber. Du hast gerade auch erzählt, du hast das erstmal auf so einer queer-feministischen Party aufgelegt. Bist du damit in eine Art Netzwerk auch reingekommen, was dir ein paar Gigs zugespielt hat? Oder wie bist du an deine Bookings gekommen in dem Jahr noch? Nee, also tatsächlich war ich in dem Kollektiv praktisch einfach, also ich kannte die Leute, die das machen. Und es hat sich halt einfach so ein Netzwerk gebildet. Einfach in Köln war das. Und also viele Freunde von mir wohnen auch in Köln. Und ich bin dann halt irgendwie auch da reingeraten, weil ich es cool fand, irgendwie das Konzept, das Kollektiv generell. Und auch die Veranstaltungen, die sie geplant hatten. Also es waren auch nicht nur Partys, sondern es ging auch mehr darum, über Themen aufzuklären. So, keine Ahnung, über zum Beispiel das Thema Menstruation, was weiß ich. Oder, ne, also so, keine Ahnung, alle möglichen feministischen Themen. Ja, also das hat mir jetzt nicht unbedingt Gigs gebracht. Also das sind jetzt keine Booker oder so. Ne? Und auch nicht, ich bin auch so nicht über das Netzwerk großartig
an Gigs gekommen, aber ich habe mich halt mit Leuten vernetzt, die halt auch aufgelegt haben dadurch und auch Frauen, die auflegen und man ist als Frau auch irgendwie unterrepräsentiert immer noch, leider, im DJ-Bereich und ich bin aber ein Mensch, der gerne netzwerkt, der viel mit Leuten redet, ich bin cool mit Leuten, ich bin sehr sozialer Mensch so und deswegen habe ich auch kein Problem damit, einfach Leute anzuquatschen, wenn es um irgendwas geht, keine Ahnung. Hier DJ Jasmine auch aus Köln, die ist richtig nice, ja. die ist auch so Turntable-mäßig drauf, Alter. Safe. Und als ich sie damals auflegen sehen habe, habe ich auch gedacht, boah, voll nice und so. Ne? Und dann habe ich sie auch einfach mal angequatscht und so gesagt, ey, ich feiere das voll, was du machst. Und das war zum Beispiel auch zu einer Zeit, als ich nur analog aufgelegt habe und noch nicht mit Timecode-Menü, noch nicht digital oder so, halb digital halt, ne? Und dann habe ich sie auch gefragt, so, womit sie auflegt und so, keine Ahnung, ob sie Rato oder Traktor, was weiß ich, also, oder so generell, ne? Einfach so, was sie für Mixer hat und so. Und also ich bin schon ein Mensch, der mir dann so Leute sucht, so, ne? Die mich inspirieren oder was auch immer und da irgendwie die Leute einfach anlabert. Was auch cool ist, weil du auch dadurch irgendwie auch Netzwerk aufbaust und, ne? Und ja, also durch dieses Kollektiv, das Coming Collective heißt das, bin ich jetzt nicht aktiv an irgendwelche Gigs gekommen, aber du konntest dich halt irgendwie so Netzwerken austauschen. Die eine, die mich aufgelegt hat, Moni B heißt sie, super, super DJ. Wer? Yeah. Moni B heißt sie. Und sie ist halt auch eine Freundin von mir und sie meinte halt, also das war die, die so meinte, ja, ich jetzt nicht öffentlich auflegen und so, keine Ahnung. Cool. Sie meinte halt auch so, ja, ich habe eine Sendung bei Köln Campus, so willst du nicht mal im Kölner Uni-Radio auflegen und so. Und so hat es halt angefangen. Sie hat mich halt da auf der Party gefragt, ob ich nicht Bock habe, im Uni-Radio aufzulegen. Dann habe ich im Uni-Radio aufgelegt. Dann habe ich halt irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das mir alles passiert ist, aber irgendwie. Schön, dass sie sich supportet hat, ne? Dass sie dich angeht. Voll, ja. Cool. Ja, ja. Also wenn ihr da draußen irgendwie Freunde, Freundinnen habt, die eurer Meinung nach was können und damit irgendwie nichts machen, animiert die. Ja, das ist mega wichtig. Also ich glaube, ohne sie hätte ich auch nicht diesen Step gemacht, dass ich gesagt hätte, ja, okay, ich lege jetzt draußen auf. Ja, so, ne? Cool. Was du ja echt verdient hast, wenn du eine bist oder jemand, der sich mit dem Handwerk da auseinandergesetzt hat, so. Du solltest du auch draußen auflegen. Ja, also im Endeffekt hat jeder das verdient, aber das ist auch so ein Ding, du kannst ja, auch für dich zu Hause, weißt du, ich kann auch für mich zu Hause, wenn ich so voll, keine Ahnung, ich hätte auch zu Hause einfach auflegen können und scratchen üben können und was ist, also ne, das hätte mich auch glücklich gemacht. Mhm. Also ich brauche das nicht unbedingt, dass ich so auf einer Party auflege und für Leute auflege als Dienstleister, sondern ich lege halt auch gerne für mich auf. So, das ist eigentlich mein Drive. Ich lege halt gerne auf, weil ich gerne Musik höre und gerne Musik auch verändere. Und, ne? Ja, gefühlt ist das ja aber das Thema, deswegen meinte ich, habe ich gerade diese Worte gewählt, weil das ist ja das Thema, was viele der DJ-Kultur unterstellen, dass die ausstirbt. Und du so gesehen als Akteurin hast das somit verdient, dass du dann, also der alten DJ-Schule, hast es so gesehen dann schon verdient, dass du Bookings bekommst und dass jemand dich animiert. So meinte ich das im Prinzip. Ja, ich weiß, was du meinst, aber das muss, also... Ne, weil wie du sagst, eigentlich hat es jeder verdient, natürlich. So, ja, ne? Also das ist kein, also nur weil ich mit Turntables angefangen habe, heißt das nicht, dass ich, keine Ahnung, es gibt auch Leute, die fangen mit CDJs an oder mit einem Controller, ich will das gar nicht verteufeln oder so. Nee, ich habe das lange verteufelt, weil ich so ein krasser Turntable so Fan bin und ich so, wirklich so Backpacker-Style, so voll der... Von das Arschloch. Wo kann man denn deine Mixtapes hören? Was ist so das Genre, was man da hat? Also hast du auf Soundcloud, Mixcloud? Mixcloud nutze ich. Mixcloud? Mehr, ja. Ich push gerade übrigens Mixtapes auf Soundcloud. Aber Soundcloud kostet irgendwann Geld. Das sind viele wie sie auf Mixcloud. Das ist mein Problem. Ich push halt auf Soundcloud, sie pushen auf Mixcloud und alle anderen pushen auch auf Mixcloud. Aber wenn du auf Soundcloud Bock hast, ne? Hast du Lust, mir ein Mixtape bereitzustellen? Könnte ich machen, ja. Nice. Also, geht mal auf Soundcloud, gibt's bei... Hast du Soundcloud Pro? Krank, aber freundlich, hat Soundcloud Pro und veröffentlicht ein bis zwei Mixtapes im Monat. Geht mal auf soundcloud.com/k-a-f. Da kommt bald, oder wenn ihr später dieses Video guckt, jetzt habt ihr schon das Mixtape. No pressure. Ja, einmal kurz. Nee, ich muss tatsächlich sagen, ich hasse es, Mixtapes aufzunehmen. Nein! Okay, Leute, guckt trotzdem vorbei. Nee, ich werde jetzt aufnehmen, das ist kein Problem. Also ich lege ja auch mich selber auf gerne zu Hause, aber ich hasse es, Mixtapes aufzunehmen, weil es einfach so. Es nervt mich einfach. Ich weiß nicht, wenn du dann irgendwann irgendwas so irgendeinen Fehler machst oder so, oder irgendwas, was nicht so geplant war, und du halt schon irgendwie fast eine Stunde aufgenommen hast, dann denkst du dir auch so, boah, ey, fuck off so, ich lasse es jetzt einfach so. Und deswegen mache ich meine Mixtapes. Also ich bin jetzt nicht so ein voll der krasse
Also ich bin jetzt nicht darauf fokussiert, dass ich meine Mixtape so perfekt. Muss doch nicht. Ich bin halt einfach so, ich mag dieses, come on, so Fehler werden gemacht, so genau. Ganz ehrlich. Und ich finde, diese Perfektion hat oft dann viel eigentlich mit der Kommerzialisierung ein bisschen zu tun. Ja. Und ich finde irgendwie, alles darf auch ein bisschen unperfekt sein. Da ist ein viel zu großer Druck. So. Ja. Deswegen fühle ich da frei. Du musst das auch gar nicht groß mit DJ-Technik angehen. Boah, das auch, ich mache das auch gar nicht. So, so ganz locker, ganz entspannt. Auf Mixtapes mache ich das fast okay. Also nie, dass ich, okay, ich ein bisschen versuche, so ein Baby-Scratch einzufügen. Was ist ein Baby-Scratch? Das weiß ich auch nicht. Ein Mini-Scratch, das ist nur so ein ganz kleiner. Und also, es ist nicht so, ich hassle mir jetzt nicht dahin ab oder so, ja. Gar nicht. Ich bin auch gar nicht so, ich habe gar nicht die Skills dafür leider. Aber das mache ich halt auf Mixtapes auch gar nicht, weil ich weiß, dass es auf jeden Fall immer in die Hose geht, wenn du es aufnehmen willst. Teilweise, ey, keine Ahnung, teilweise sitzt du auch da bei Mixtapes und irgendwie vergisst du auf Record zu klicken oder so ganz dumme Sachen einfach. Oder ich hatte irgendwann mal was, dass ich einfach so den einen Track reinscratchen wollte und dann läuft der andere irgendwie so aus. Dann habe ich einfach vergessen, die Platte loszulassen. Kennst du das, wenn man einfach so richtig... Du bist irgendwie schon voll lange, irgendwie voll müde, Auge, irgendwie länger dabei und dann bist du einfach so... Und ich stand so da und dachte so... Ich hab dann gemerkt, okay, jetzt guckt kein Bumm mehr, so fuck, ich hab einfach voll meinen Einsatz verpasst. Und dann gibt's halt Leute, die schneiden dann ihre Mixtapes nochmal zusammen oder so und nehmen das dann einfach nochmal auf. Das hab ich halt gar nicht. Also ich mach das dann einfach nicht. Dann sage ich so, okay, ist scheiße gelaufen, mach ich einfach von vorne. So, deswegen hasse ich Mixtapes, weil ich mir einfach so voll... Keine Ahnung, aber mittlerweile bin ich echt an einem Punkt, dass ich einfach so... auflege, es aufnehme und dann einfach sage, okay, hier, take it or leave it, so, kein Bock mehr, so, weil einfach, ich sehe das auch nicht als Sport. Ich bin jetzt auch kein so Radio-DJ oder so eine Person, die einfach so ein perfektes, weißt du, wie als würdest du so eine Playlist so zusammenmischen, dass die mega einheitlich klingt und so, das bin ich halt auch nicht. Weißt du, ich feiere so Turntablism, ich feiere im Club auflegen, auf Partys macht das Spaß, so, wenn du ein bisschen experimentieren kannst und es soll halt nicht so voll sauber alles klingen. Und deswegen mag ich mich selbst eigentlich nicht, weil ich nicht so, ja, vielleicht bin ich das wenig Perfektionist oder so. Keine Ahnung. Ja, so wie du erzählt hast, ist es ja auch, im Prinzip müsstest du 5-6 Stunden machen, um es perfekt zu haben. Ja, aber da auch wenn du einen Fehler machst, dann musst du nochmal anfangen, kann ich voll verstehen. Das mache ich nicht, weil ich mache ja, also du brauchst ja eh schon Vorbereitungszeit, du musst dir die Songs raussuchen, dann überlegen, okay, was passt zu was so, ne, wo kannst du irgendwie, ne, cutten oder was auch immer und ich habe das am Anfang mal gemacht, dass ich dann die Sets irgendwie ein paar Mal durchgegangen bin, weil du dieses dreimal aufgelegt hast. Hast du aber auch schon 3 Stunden aufgelegt. So. Hast du 3 Stunden aufgelegt, die 4. Stunde nimmst du dann auf, bist voll fertig und machst es dann, damit das irgendwie perfekt klingt oder so. Ne? Das ist jetzt auch nicht wahr, das ist meine einzige Selbstheit, aber ich höre. Das ist voll schlimm. Ja, ich habe Soundcloud Pro mir zugelegt und auch hier diesen YouTube-Kanal ein bisschen verstärkt, weil ich mir dachte, so, da so ein paar Künstler einfach unterstützen oder animieren auch. Weißt du, dass man da die Plattform ein bisschen gibt oder die Möglichkeit, dass die ihre Leidenschaft gerade noch anders präsentieren können als im Club. So, deswegen dachte ich mir damals, komm, das sind 30 Euro im Jahr. Ja. So, was vielleicht ein paar Leute hätten, die keinen Bock haben oder kein Geld, die 30 Euro auszugeben bei Soundcloud. Das macht auch Sinn. Also ich meine, das soll jetzt nicht so ein Hate sein oder so. Also Mixtapes sind voll wichtig und ich glaube, das ist auch für Booker wichtig und für Leute, die irgendwie Partys anschalten und also das ist halt natürlich auch irgendwo eine Visitenkarte. Ne? Die Leute hören dann rein, sagen dann, okay, das passt musikalisch, das passt nicht, keine Ahnung, das ist scheiße. Weil wenn man das halt nicht hat, dann denkt man sich so, ja, okay, was legt die Person auf, keine Ahnung. Wenn ich so sage, ich lege zum Beispiel deutschen Rap auf, Hip-Hop und also im breitesten Sinne, oder Rap und Grime oder so, dann denken die sich halt so, ja, was fällt dann zum Beispiel unter Deutschrap? Lege ich so 187 auf? Nein, natürlich nicht zum Beispiel. Ne? Und das hört man halt nicht, also das weißt du halt nicht, wenn du kein Mixtape, also wenn du Mixtape veröffentlichst, dann wissen die Leute ungefähr, okay, sie legt da schon so 5-4 Sachen auf, nicht so Assi-Gangster, keine Ahnung, so Apache-Style. Was wäre im Prinzip gerade so, was ist gerade die neueste Veröffentlichung, die du gerade an diesem in dem Mixtape oder auf der Party spielen würdest? Gute Frage, boah, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, im letzten Jahr kam so viel Musik raus, die ich gut fand. Ja, du sagst ein Jahr, ich gucke immer so ein paar Wochen im Hip-Hop-Bereich. Ja, aber im Rap-NRW muss man schon im Jahr gucken, was man nicht, nicht nur NRW-Rap, weil ich ja auch gerne anderes Zeug, also ich lege auch Ami-Zeug auf und ich lege auch sehr gerne Grime auf, also so englischsprachigen Rap, der halt eigentlich sehr aus dem elektronischen Bereich kommt und deswegen auch irgendwie auch, also die Beats, das ist schneller und es ist irgendwie auch aggressiver, weil die Leute auch so gesellschaftspolitische Sachen ansprechen, also zeitgemäße. Ja, und das ist halt auch irgendwo ein bisschen Conscious-Rap-mäßig so, ne, aber halt aggressiver. So, Grime ist halt echt aggressive und
Ja, da ist, keine Ahnung, die Double E hat ein Album veröffentlicht jetzt in der Corona-Zeit. Das war fett. Das ist eine Grime-Legende mehr oder weniger. Aber es hat, ey, letztes Jahr, keine Ahnung, zum Beispiel auch, ich höre auch viel so Esel, das ist so ein türkischer Rapper, Trap-Rapper aus Ankara. Und hat er so 27 Millionen Plays auf seine Songs? Ja, so ungefähr. So, der ist ja schon richtig, der ist schon übel Fame. So, der macht mittlerweile mit allen, mit ziemlich vielen großen Leuten hier in Deutschland auch Mucke und so. Und der hat mit Mörder, mit einem, auch einem türkischen Rapper, der aber aus Holland kommt, mit dem hat er ein Album rausgebracht, jetzt 2020. Das fand ich richtig fett so. Da würde ich echt so fast das ganze Album, er ist voller Banger, so, ist richtig nice. Das würde ich auf jeden Fall auflegen. Also ich kann jetzt nicht eine Veröffentlichung sagen, weil es ist einfach viel zu viel, gerade in der Corona-Zeit ist einfach viel zu viel Output, der gut war, rausgekommen, dass du einfach jetzt so denkst, ja, keine Ahnung, so, ich könnte jetzt nicht mich für einen Song entscheiden, so auf gar keinen Fall, ich könnte damit, keine Ahnung, du kannst mich auch fragen, was waren meine 50 liebsten Alben letztes Jahr, und ich könnte 50 sagen, so. Das ist einfach viel zu viel, also, ne, das ist voll. Das ist richtig leidenschaftliche Diggerin. Aktive Liebhaberin, Supporterin. Ja, muss ja, also zwangsläufig muss der halt auch anhören, was gerade neu ist. Ja. Schön. Wir kommen jetzt kurz zum Abschluss, Leute. Aber ich will auch gerne alle sagen. Kreuzfeld Jakob. Ja. Boah, Lackmanns neuesten Veröffentlichungen haben wir so im Herzweh getan. Ich weiß nicht, ich fand's nicht gut, leider. Aber lass darüber nicht reden, weil sonst dauert diese Sendung noch sehr lange. Lackmann ist trotzdem ein großartiger Typ. Ja. Ich feiere seine alten Songs und auch seine neuen alten Songs feiere ich alles. Lackmann, wenn du es zufällig guckst. Wie sagt man so schön? Küss dein Auge und dein Herz. Hier eine Frage zum Abschluss. Gibt es irgendwie neue Projekte, die du so überlegst, die du träumst, die du machst? Ja, also erstmal dieses Webradio aufzuziehen irgendwie mit, das wäre auch cool, wenn das klappt. Kleine Frage, brauchst du da Leute, die da irgendwie mitmachen, falls jemand das sieht? Gerade noch nicht. Das ist auch noch gar nicht so richtig, wir wissen noch gar nicht, ob das überhaupt, wie das aussehen soll. Das ist also eine Planungsphase mehr oder weniger. Aber meine Projekte, ja, ich hätte schon Bock, was zu machen. Also mich fragen total oft, no shit jetzt, ich weiß nicht warum, weil ich jetzt auch noch nicht so ein mega Pro-DJ bin, weil ich eigentlich sehr effektiv zwei Jahre irgendwie öffentlich irgendwo auflege und klar, man lernt halt immer dazu, ich bin jetzt auch kein fertiger, also ich glaube, man ist eh nie fertig, aber ich bin jetzt auch kein, weißt du, so, keine Ahnung, ich könnte jetzt nicht bei Red Bull Freestyle teilnehmen oder so, ne, was natürlich cool wäre, aber dadurch, mich fragt einfach was, um auf. Hau raus, hau raus, hau raus. Soll ich auch gut. Ich würde voll gerne eine eigene Partyreihe starten. In Düsseldorf. Das wäre irgendwann so auf lange Sicht, wenn Corona vorbei ist, keine Ahnung, das wäre irgendwann so mein Wunsch. Mhm. Wo ich auch selber auflege, weil mich tatsächlich Leute fragen, ob ich irgendwo Resident bin, ob ich irgendwo regelmäßig auflege. Was es gerade nicht ist, gerade ist halt so, ich habe bestimmt Leute, mit denen ich, wo ich immer wieder auflege. Auch nicht, ne? Ja, jetzt gerade sowieso nicht, aber so. Auch vor Corona, ne, hatte ich bestimmt Leute, die mich immer wieder gebucht haben. Shoutout gehen raus an den Rekorder in Dortmund. So. Richtig geiler Laden, check's aus. In der Corona-Zeit habe ich zum Beispiel beim Sommer am U aufgelegt. Da hat der Rekorder in Dortmund, das ist eine Konzert-Location, und Party-Location, und die haben halt eine Bühne kuratiert und die haben mich halt dahin gerufen und ich habe halt Open Air aufgelegt während Corona, und das war ultra nice. Und das haben halt auch echt viele Leute gefeiert, das habe ich aber echt nicht erwartet. Aber ich habe da zum Beispiel, ich habe nicht nur Hip-Hop aufgelegt, sondern mega viele Genres, ne? auch mega viele Sprachen. Ich habe so, keine Ahnung, italienische Rapperinnen zum Beispiel gespielt und irgendwie, was heißt, also ganz breit gefächert, so, ne? Auch so viele türkische Songs oder so, ne? Also alles mögliche, verschiedene Sprachen. Also von Spanisch, Türkisch, Italienisch, Deutsch, du hast alles Mögliche da gehört. Ne? Cool. Die perfekte Musikauswahl eigentlich für diese Veranstaltung, weil die halt, also das war halt am U praktisch draußen, und das hören halt alle Leute, die ganze Stadt hört das. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie so ein. Also das stimmt, das U, ihr müsst wissen, das U ist dieses Ding am Bahnhof, wenn ihr schon mal Dortmund Hauptbahnhof wart. Ja, und das war halt draußen, das war nicht im U drin, weil das war. Das ist dieser hohe Turm mit dem U oben drüber. Genau. Ne?
Und die haben auch vor Corona schon immer draußen Veranstaltungen gehabt im Sommer, jetzt die letzten Jahre. Und also Sommer Abu heißt halt die Veranstaltung, die ist halt irgendwie, ich glaube, jedes Jahr oder was auch immer. Und das war halt immer wieder, es war halt Open-Air-Veranstaltungen. Und dadurch, dass es nicht in dem U-Turm ist, ist es halt draußen. Und draußen hört es halt einfach die ganze Stadt. Du kannst einfach dran vorbeilaufen. Es ist zwar eingezäunt irgendwie, aber, also jetzt während Corona war es eingezäunt. Aber sonst ist es halt, du kannst dich auch da hinsetzen irgendwie und das, du hörst das. Ne? Und es waren halt auch viele Leute da. Und das war eine mega geile Veranstaltung. Also es war schon cool, weil es einfach so in der Corona-Zeit ist voll nice, wenn du auflegst und wenn du Leute siehst. So, ne? Mhm. Und es war halt auch noch im Sommer. Ist natürlich nicht so wie auf einer Party, so, dass du halt voll Crowd hast und so und direktes Feedback bekommst, sondern die Leute haben alle mehr draußen irgendwie gechillt und die hatten halt auch in dem eingezäunten Bereich haben die halt so Liegestühle gehabt und so mit Abstand. Dass die einfach, also das ist jetzt kein Dancefloor gewesen. Deswegen war es schon anders. Du hast halt aufgelegt, du hast Leute gesehen und Leute haben auch so Linie gemacht oder so. Also, keine Ahnung, aber du hast halt nicht so das Feedback, dass die Leute tanzen und so und du merkst halt so, was kommt gerade an. Mhm. Weil dadurch, dass Corona ist, durfte halt keiner tanzen. So und ich durfte im Auftrag eine Veranstaltung machen. Also nicht über krank, aber freundlich, einfach im Auftrag. Durfte ich eine Veranstaltung machen und zwar in einer Silent Disco auf einem Marktplatz in einer Kleinstadt. Und das war die beste Vorher von Silent Disco, ist immer doof. Aber dieses Silent Disco war richtig schön, weil jeder hatte im Prinzip seinen Bereich. Mhm. Es war sehr dunkel und alle waren heiß auf Tanzen. Mhm. Alle konnten dort auch tanzen, weil jeder einen doppelten Radius hatte, Tanzgröße und so. Es durften 200 Leute, glaube ich, auf die Fläche und es war halt sehr, sehr groß auch. Und das war ein richtig schönes Event, weil es wurde getanzt, Musik gehört, keiner hat geredet und wir hatten nicht so ein großes Budget, das heißt, es war auch komplett dunkel eigentlich. Mhm. Und es war wie in einem Club, ein bisschen, auf dem Marktplatz in der Kleinstadt. So. Und hatten drei Kanäle, das war auch spannend. Und es war auch eine richtig schöne Party. Ich habe nie erwartet, dass Kopfhörerparty so geil sein kann. Ja, das war geil. Also, das war auch trotz Abstand und trotz, dass die Leute gesessen haben, war es echt eine schöne Veranstaltung. Das war echt so, gerade in Corona-Zeiten. Ich plane gerade eine mobile Fahrradbühne, mit der ich in der Region rumfahren möchte und dann an der Station die aufbaue, um da Konzerte zu machen. Da sagen manche Veranstalter und Veranstalterinnen auch, Pirko, ich glaube, es gibt dieses Jahr gar nichts an Veranstaltungen, wo ich sage, so, ey Leute, seid ihr bescheuert. Ich glaube, ab spätestens Juni bis September wird das schon irgendeine Art wieder möglich sein. Wo ich auch gespannt drauf bin, weil ich glaube, die Leute haben richtig Bock eigentlich. Und diese Corona-Events geben halt nochmal so ein Special... so, hey, Schimmels! Also da ist plötzlich wirklich halt Freude über irgendeine Zusammenkunft. Also die haben, das ist jetzt nicht mehr eine stumpfe Party, wo irgendwie so Rausch und Fame, könnte man jetzt stumpf sagen, im Vordergrund steht, sondern wo wirklich halt so die Zusammenkunft wieder ein bisschen im Mittelpunkt steht. Auch über Entfernung, man ist einfach froh, so Menschen zu sehen. Und es geht nicht mehr um das, wo es früher auf welchen Partys ging. So. Wurde das Cosmo Radio, wurde das schon auf dich aufmerksam? Costa oder Dalerba? Was? Das Cosmo Radio, ist das schon auf dich aufmerksam geworden? Die gucken ja auch manchmal noch nach Menschen, die Musik aus der ganzen Welt spielen. Nee. Also Jungs, wenn ich habe auf einer 365 Female MCs Party aufgelegt in Köln. Die haben auch so einen krassen Instagram-Account und machen die ganze Zeit... das ist eigentlich ein Blog gewesen von Lina Ruckhausen und oder Mona Lina. Ist ihr Künstlername und sie hat halt diesen, sie ist eigentlich, ich glaube auch Musikjournalistin und auch Musikpromoterin und sie hat halt diesen Blog ins Leben gerufen, weil ja voll viele Männer immer wieder sagen, boah, ja, Frauen können nicht rappen und so, ne, und es gibt so wenig Frauen, weil sie einfach schlechter sind und deswegen werden sie nicht erfolgreich oder so. So einen Schluss sagen die halt und auch, dass es einfach nicht genug Frauen gibt, die rappen können oder so. Und deswegen hat sie halt einfach als Projekt einen Blog ins Leben gerufen, wo die 365 Tage lang, also ein Jahr lang jeden Tag, ein Künstlerinnenporträt praktisch geschrieben hat, hochgeladen hat. Und das sind halt alles dope Artists, ne? Keine Ahnung. Aus der ganzen Welt. Ja, aus der ganzen Welt, alle möglichen Sprachen, ne? Aber die können halt alle rappen so. Und das hat sie halt gegründet gehabt. Mittlerweile gibt es auch ein Label. Krass. Und hat die Frau rasiert. Boah, die Frau, also check das aus, das ist übelst nice, sie hat auch ein Label jetzt mittlerweile und sie hat halt auch diese Partyreihe ins Leben gerufen einfach und das, ich glaube, die erste Party war, glaube ich, in Berlin
Und dann war, glaube ich, die zweite direkt in Dortmund, da habe ich aufgelegt. Mit weiß ihr. Ich auch, glaube ich, habe ich. Ich weiß nicht, ob es danach kam, keine Ahnung. Ich glaube, vorher war nur Berlin, dann Dortmund. Letztlich kann natürlich auch sein, dass es dazwischen war. Ich weiß nicht genau. Da habe ich ja ungefähr auf der Dortmund-Party mit ihr aufgelegt, also mit Mona Lina. Das war mega nice, das war auch ein Rekorder. Also auch Shoutout nochmal an die Leute vom Rekorder. Das ist eine übelst nice Location. Coole Leute. Und dann kam die 365 Female MC Party nach Köln und das war halt kurz vor Corona. War das halt in Köln in einer kleinen Location. Da wo du fast Resident geworden wärst, vielleicht sogar? Oder was? Das war keine richtige Party Location, also jetzt nicht richtig Club. Und ich bin da halt auch eingesprungen für 50-50, weil die waren eigentlich geplant, aber die sind krank geworden. Das ist ein DJ-Duo auch, also es sind auch zwei Frauen. Auch Shoutout an die, check die aus. Die sind kurz vor dem Ende des Videos, deswegen sind die Shoutouts gerade alle richtig gut angebracht. Weiter, Shoutouts. Sehr gut. Shoutout an ganz viele Leute. Genau, Verletzungen, ja. Leute. Also ich finde es gut, dass du die alle auch Shoutouts. Auf jeden Fall bin ich dann halt so eingesprungen, auch so kurz vor knapp irgendwie so. Und das war irgendwie geco-hostet von Cosmo, glaube ich. Okay. Aber ich du meinst, da sind wir bei meiner Frage. Das war in Köln, ja genau. Also keine Ahnung, aber ich hab jetzt mit keinen Leuten von Cosmo oder so Kontakt. Nee, das ist auch. Also ich glaube auch, ich lege zu wenig. Das wirkt dich auf. Ja, was du dort in Dortmund erlebt und gefühlt hast. Bei Sommer. Genau. Ja, genau. Das wär so ein klassisches Cosmo-Ding gewesen. Ja. Das stimmt schon, ja. Aber ich glaube, sonst lege ich zu wenig davon auf. Obwohl das auch Spaß macht. Ich habe noch eine fiese Frage zum Abschluss. Die ist auch ein bisschen crazy, ich weiß nicht, wie ich sie richtig stellen soll, meine lieben Menschen. Angenommen, dieses Video wird in 100 Jahren geguckt und bis dahin gab es keine Events mehr. Was ist die lustigste Geschichte oder die erste Geschichte, die dir einfällt, die für die Nachwelt weiter im digitalen Archiv existieren sollte? Leute standen mal verschwitzt, schwitzig klebend aneinander gepresst in einem Club. So, Techno-Party ist ganz schlimm. So, ohne es ist Abstand. Einfach, es ist dunkel, ohne Abstand, alle Leute sind besoffen drauf, whatever, alle Leute schwitzen, es ist dunkel und sie kleben aneinander. Und das war mal die Zeit damals, als man das noch haben durfte. Ja. Also tschüss, 100 Jahre später. Okay, das war jetzt ein bisschen creep bestimmt mit diesen 100 Jahren, Leute. Ist egal, der Rest war richtig nice so. Also, guckt euch ihre Sendung an. Hört euch sie auf Mixcloud an. Danke. Vielleicht auch in Kürze. Kein Problem, hast du verdient, meiner Meinung nach. Zum Thema Soundcloud, Mixcloud. Auf Soundcloud reposte ich voll oft Sachen. Also, weil ich einfach keinen Pro-Account habe. Aus Empfehlung? Nee, also, das habe ich auch mal gemacht damals. Aber nee, das nicht. Aber meine eigenen Mixes, die ich für jemand anderen aufgenommen habe, die laden die dann halt auf ihren Account cool, so. Schön. Und ich reposte das, weil ich einfach keinen Soundcloud Pro-Account habe. Und ich einfach Mixcloud nutze dafür. Ja, kann man auch. Mach ich. Ja. Habe ich auch mal gemacht. Aber mir waren natürlich Menschen, User, auf Mixcloud, ja. Ja. Das wird auch, glaube ich, nicht so krass benutzt wie Soundcloud, immer noch nicht. Leider. Am geilsten wäre natürlich die Patte, das immer bei Spotify hochzuladen. Ja, ich weiß nicht, ob das so geil ist. Nee, ich bin kein Fan von Spotify. Ich auch nicht, aber ich meine. Ich bin begeisterte Tidal-Nutzerin. So, was, Nutzerin? Tidal. Kennst du Tidal? Das ist der Streaming-Dienst von Jay-Z und Beyoncé. Den die damals ins Leben gerufen haben, die schütten mehr Geld aus. Cool, schön. An Labels, Künstler und Vertrieb. Also meldet euch alle bei diesem Streamer. aber kauft auch Platten, das ist wichtig. Genau. Ja. Und geht auf Soundcloud und Mixcloud, um ihre Mixtape zu hören. Könnt auch bei uns auf Soundcloud gehen, um andere Mixtape zu hören und vielleicht in Kürze eins von ihr. Guckt auch gerne euch sonst hier auf diesem Kanal um und guckt euch gerne, wie gesagt, bei ihr auf dem Kanal um. Und checkt die Radiosendung Westside Ballin. Wir streamen eigentlich jeden dritten Donnerstag im Monat. Jetzt müssen wir gucken, weil wir uns ein bisschen umstrukturieren, aber es ist einmal monatlich die Sendung mit verschiedenen Newcomern oder auch mit alten Leuten, mit alten Hasen. Also das ist jetzt nicht nur Newcomer-spezifisch, die Sendung. Wie zum Beispiel. Weil du meinst, dass voll viele Leute ja so Sendungen haben, wo die einfach nur so schon Leute, die voll bekannt sind, einladen. Ja. Und so. Mein Ziel ist es einfach, alles abzubilden. Also sowohl bekannte Leute als auch unbekannte. Einfach alles, was nice ist. So. Also ich lade nicht Kollege ein. Nur freundlich bekannt, wie ich jetzt ziehe. Aber Kollege will ich nicht einladen. Aber alles, was ich selber geil finde, so, ja.
Und weil ich das vermutet habe, dachte ich mir, komm, ich lade sie ein hier auf den Kanal. Ich habe auch noch ein, zwei andere Leute, wo ich überlege, die im Hintergrund so Supporter-Leute, Netzwerker, die viel unterstützen und pushen, zu interviewen. Mal gucken, wer da in Kürze kommt. Also Leute hier in den Talk zu holen, die sonst eigentlich nicht im Vordergrund stehen. Lasst euch gut gehen. Tschüss. Ciao. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sagen jetzt auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.